Jeder hat heute noch etwas sagen können. Wir haben eine offene Rednerinnenliste, also jeder, der gerne hier vorkommen möchte und nochmal seinen Standpunkt klar sagen möchte und mitteilen möchte, kann das gerne tun. Flammen, Feuer, Angst. Diese drei Begriffe begleiten uns durch die letzten Wochen und Monate. Im Amazonas brennt der Regenwald. Bolivien gab bekannt, dass dieses Jahr ca. 1,2 Millionen Hektar Regenwald abgebrannt sind. Doch um ins Nachbarland Brasilien zu schauen, lehnt die nationalistische Regierung des Trumps Brasilien, Bolsonaro, die Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft weiterhin kategorisch ab. Nicht nur im Amazonas brennen die Wälder, nein, auch in Europa, Kanada und Sibirien. An Orten und in Regionen der Welt, in denen man solche Szenarien nie erahnt hätte. Doch nun plant der US-Präsident Donald Trump, Teile des Tongass-Nationalparks in Alaska der Wirtschaft zu öffnen. Wieder Waldflächen, die der Welt und schließlich den Tieren verloren gehen. Zusammenfassend kann man sagen, die Welt steht vor dem Abgrund und nur wenn wir weiter demonstrieren, kann das Klima gerettet werden. Lass das Tor offen für dein Leben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Alle reden vom Geld, wir reden vom Wetter. Das heißt, wie ihr alle wisst, das Problem ist lange bekannt mit dem Klimawandel. Ich bin ein bisschen im Gegensatz zu meinen Vorrednern der Meinung, wir müssen sofort aus der Kohle aussteigen, wir müssen vorangehen. Ich meine, wir leben mit dem reichsten Land der Welt und wir haben hunderte von Milliarden kompensieren können bei der Finanzkrise und bei ähnlichen Dingen. Man kann sogar eine Abwrackprämie finanzieren, dann kann man vielleicht auch einen Kohleausstieg finanzieren, ohne dass man gleich wirtschaftlich ins Hintertreffen gerät. Ich war auf vielen Reisen in Westafrika und der Regen, der kommen muss, damit überhaupt etwas geerntet werden kann, verschiebt sich Jahr um Jahr. Das sind Leute, die ich seit 15, seit 20 Jahren kenne, die sagen, il n'y a pas de pluie cette année, es gibt keinen Regen dieses Jahr. Oder der Regen kommt später oder es kommt nicht so viel. Das heißt, der Klimawandel als die größte Bedrohung der Menschheit ist auch eine Frage der Solidarität mit den ärmsten Ländern der Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das heute machen. Also ihr könnt auf die Trommeln hauen, mit gutem Gewissen. Und ich freue mich auf diese Demo. Es sind ungefähr dreimal so viele Leute, wie man mir vorhergesagt hat. Er hat gesagt, bringen höchstens 30 Trommeln mit, weil da kommen vielleicht 50 Leute oder so. Ich glaube, eine Polizistin hat es eingeschätzt, es sind ca. 200 Leute da. Das ist großartig, ich freue mich hier zu sein. Ich bin im Vorstand der Bürgerenergie Thüringen e.V. Das ist der Zusammenschluss der Thüringer Energiegenossenschaften. Und wir machen ganz viel Solaranlagen, vor allem auf Dächern. Und ich beschäftige mich da schon seit 30 Jahren damit. Wir haben zu wenig erneuerbare Energien und deswegen ist es schwierig, aus der Kohle auszusteigen. Da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, denn guckt euch mal an, wie schön die Sonne gerade scheint. Guckt euch mal an, wie viele Dächer wir haben, wo noch nichts drauf ist. Da drüben ist aber auch eine Solaranlage drauf. Also wenn wir allein einfach nur alle Dächer voll machen würden, die geeignet sind, mit Solarenergie hätten wir schon genug Energie, um alles andere abzuschalten. Wenn ihr Schule habt, ihr seid ja Schüler. Ich habe ganz viele Solaranlagen auf Schülern. Ich bin aus dem Ilmkreis, wir haben auf allen Schulen, die irgendwie geeignet waren, inzwischen eine Solaranlage drauf mit einem Speicher und das funktioniert super. Wir vernichten die Spielräume für zukünftige Generationen. Mit diesen harten Worten beschrieb der berühmte Physiker Harald Lesch im vergangenen Jahr die Auswirkungen des Klimawandels. Dank des verantwortungslosen Handels von umweltzerstörenden Großkonzernen und Regierungen, welche die eigenen Klimaziele nicht einhalten, wenn wir nichts unternehmen. Um es kurz zu sagen, er hat recht. Die ersten Auswirkungen sind für uns alle spürbar und sichtbar. Ob in Form der Dürren,
in diesem oder letzten Jahr, welche allein dazu geführt haben, dass knapp 40.000 Hektar im Thüringer Wald praktisch tot sind an Bäumen? Oder auch für tropische Temperaturrekorde sorgten oder den fast schon apokalyptisch wirkenden Bränden im Amazonas, in den Regenwäldern Mittelafrikas, in Sibirien oder auch in der Antarktis. Rechten und neoliberalen Politikern sowie den CEOs der hundegrößten Konzerne, die für sage und schreibe 71% der weltweiten CO2-Emissionen allein verantwortlich sind, scheint dies aber immer noch egal zu sein. Und wenn sie so tun, als würden sie sich kümmern, folgen meist nur symbolische Gesten, welche auf Dauer auch keine Lösung sind. Saisonal, regional. Mit welchen Entscheidungen können wir den Alltag, können wir unsere Welt verbessern? Dankeschön. Ja. Ich begrüße euch als Grandpa for Future. Und endlich nimmt diese Veranstaltung auch die Fahrt auf, die ich so wichtig finde. Eben die beiden vor mir haben an uns appelliert, an euch und an mich. Wir müssen etwas verändern an uns selbst. Und ich finde es so mutmachend, dass ihr Jugendliche euch aufmacht und demonstriert. Aber was ihr noch machen könnt, ihr könnt eure Eltern und eure Großeltern löchern, bis es nicht mehr geht, damit sie ihre Lebensweise überprüfen und ändern.
sein. Auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an jeden, der heute hier zum ersten Weltkindertag in Thüringen gekommen ist, an einen Feiertag. Und wir haben, glaube ich, allen Leuten gezeigt, dass wir nicht nur freitags auf die Straße gehen, um nicht in die Schule zu gehen, sondern dass wir wirklich hier sind, weil uns die Erde etwas wert ist. Und egal, ob die Demonstration in Altenburg stattfindet, in Berlin, in ganz Deutschland und europaweit, sofort kommen die Ausreden. Und sie kommen auch aus Altenburg, sie kommen auch aus dem Rathaus. Ausreden wie, das ist doch gar kein Streik, ihr bestreikt da gar kein Unternehmen, gar keinen Betrieb, das erkennen wir euch einfach gar nicht an. Das ist gar kein Streik, weil ihr einfach nur die Schule schwänzt. Würdet ihr das außerhalb der Schule machen, dann würde ich das ernst nehmen, aber nicht während der Schulzeit. Vielen Dank, dass ihr diese These heute widerlegt habt. Aber sind wir nicht gerade bei einem Thema, wo die Politik eben nicht auf die Forschungsergebnisse und nicht auf die Forschenden hört? Wir als Entwickler können natürlich mehr Produkte schaffen, mehr Lösungswege finden. Wir können sozusagen den Optionsraum vergrößern, den wir nutzen können. Aber es wird wenig bringen, wenn wir den bestehenden Optionsraum, den wir jetzt schon haben, jetzt schon nicht nutzen. Die Greta, wo hat die denn gestanden? Darum geht es mir. Wo hat die denn gestanden? Die hat vor dem Parlament gestanden. Ja? Deswegen stehen wir ja jetzt auch vor dem Rathaus. Und weil ich vorhin gesagt habe, wegen den Solaranlagen. Für die Solaranlagen auf den Schulen ist das Landratsamt zuständig. Deswegen, Vorschlag, stellt euch, wenn eine Kreistagssitzung ist, vor die Kreistagssitzung. Stellt euch, wenn eine Gemeinderatssitzung ist, vor die Gemeinderat. Die Leute, die im Gemeinderat sitzen, die Leute im Kreistag sitzen, die müssen merken, dass sie dann nicht im luftleeren Raum agieren und nur ein paar Presseleute vielleicht irgendwas in die Öffentlichkeit rausschicken, sondern dass ihr wisst, dass die da sitzen und dass die verantwortlich sind dafür. Und wenn man den Kreistagsmitgliedern und dem Landrat sagt, was habt ihr denn gemacht? Wo sind denn zum Beispiel die Solaranlagen auf der Schule? Da müssen sie euch erklären, warum sie es bis jetzt nicht gemacht haben. Und ich werde euch sagen, das sind keine guten Erklärungen. Und das müssen sie ändern. Also ich wollte nur mal noch mal Bescheid geben. Ihr könnt es nicht so machen. Plastikstrohhalme. Strohhalme. Eisstiellöffel. Für was sind die gut? Wir brauchen sowas nicht. Waffel am Eis geht auch so zum Lecken. Oder Strohhalm kann man auch so trinken. Wir brauchen kein Plastik und so. Es soll nicht mehr so viel Plastik auf der Welt rumliegen. Wer nicht trinkt, der ist für Plastik. Gilt es zu überwinden mit allen Mitteln, sei es interparlamentarisch oder sei es